Felix möchte, dass ich in meinem Pet-Simulator X-Boss-Kampf mache und ich habe nur 24 Stunden Zeit. Jetzt stehe ich vor einer ziemlichen Herausforderung, weil in 24 Stunden kann man kein komplettes Boss-Kampfsystem, schon gar nicht ein NPC-System machen, das gut funktioniert. Dementsprechend nehme ich mir erstmal etwas aus der Toolbox und versuche darauf dann irgendwie zu arbeiten. Aber auch das ist ziemlich viel Arbeit, vor allem wenn der Bosskampf cool werden muss. Ich habe vorhin schon ein wenig angefangen. Und ich kann euch ja mal zeigen, wie es aktuell aussieht. Ich habe hier ein Schwert, mit dem ich mich verteidigen kann. Und dann ist da vorne ein Boss. Und wenn ich ihm zu nahe komme, kommt die Bossmusik. Und er kommt auf mich zu und will mich töten. Und ich laufe lieber weg. Hier oben sollte ich ja wohl sicher sein. Das Coole ist, dieser Boss, den ich aus der Toolbox genommen habe, der benutzt schon Pathfinding. Das bedeutet, der ist schon relativ smart, wenn es darum geht, mir zu folgen. Der geht erstmal dahin, wo ich ursprünglich war. Macht jetzt so seine Attacke. Und zwar hier macht er jetzt seine Attacke. Und jetzt geht er auf mich zu und weiß, dass er hier rum muss. Dass er dann da hochspringen muss. Aber es kann sein, dass er dumm ist und runterfällt. Ja, er ist runtergefallen. Aber er hat es immerhin versucht, drüber zu springen. Und das ist an sich schon mal ganz cool. Aber hier gibt es auch viel zu tun. Ich habe meinem Schwert mal ein bisschen overpowered gemacht, damit ich ihn schnell töten kann. Bam, 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 bam. Und dann ist er tot. Und dann gibt es hier diese Kiste. Und das ist basically das, was ich bis jetzt habe. Der Boss kann auch ein paar andere Attacken, die aber auch nicht so cool sind. So sieht das Kit aus. Ich kann euch einmal zeigen, was ich verwendet habe. Bin einfach in die Toolbox gegangen, habe Boss-File eingegeben. Und dann war hier The Doombringer. Der hat 94% Daumen hoch. Hat über 10 Bewertungen. Den habe ich reingezogen, habe den natürlich untersucht. Ich habe alle Scripts untersucht, ob da irgendwas Malicious drin ist, ob da ein Virus drin ist. Ich konnte zumindest keins finden. Das hier ist der eigentliche Boss. Und da habe ich erstmal diesen Skin weggemacht. Dann die Evil Titanic Cat darüber geklatscht. Dasselbe habe ich dann auch mit seinen Minions gemacht. Hier die Farben noch angepasst. Das GUI, das über seinen Kopf drüber ist, habe ich auch angepasst, dass das ein bisschen mehr in den Pet-Simulator-Style reinpasst. Hier auch. Und habe dann ein paar Sachen in den Scripts gefixt, weil auch wenn das Ding hier an sich schon mal halbwegs funktioniert, sind da sehr viele Bugs drin, die ich erstmal fixen musste. Ich habe gesehen, dass einige Dinge versucht wurden, die nicht ganz funktioniert haben. Die habe ich dann gefixt. Und die Scripts, die da drin sind, die sind irgendwie aus ganz vielen Ecken der Welt irgendwie zusammengeklaut. Da werden Sachen verwendet, die schon lange deprecated sind und man nicht mehr verwenden sollte. Und die muss ich dann erstmal austauschen und bin jetzt so erstmal grob durch das Script von der Titanic Boss Cat hier durchgegangen. Es ist eigentlich eine ziemlich simple KI. Wenn ihr mal ein Tutorial haben wollt, wie ihr so einen NPC macht, dann kann ich euch das natürlich auch zeigen. Hier geht es jetzt aber nicht darum, Tutorials zu machen. Ich mache jetzt erstmal wieder das hier raus, dass der Boss wieder alle möglichen Attacken nutzen kann. Ich schaue dann einmal, wie er sich jetzt so macht. Guck mal, jetzt spawnt er nämlich solche kleinen Minions um sich rum. Die Minions sind aber auch kaputt, die muss ich auch noch fixen. Die machen nämlich gar nichts. Sie stehen hier einfach nur und wehren sich nicht. Also ich könnte theoretisch in sie reinlaufen und ohne mein Schwert und dann machen sie mir Schaden, theoretisch, ja. Das ist alles, was sie tun. Also die Ditusse sind kein großes Problem. Aua. Oh, lol, ich wurde getötet. Was ich auf jeden Fall ändern muss, ist das Movement. Weil aktuell ist es so, wenn der Boss einen Gegner anvisiert, dann läuft er dahin, wo der Typ ist. Auch wenn er inzwischen wo ganz anders hingelaufen ist. Das heißt, das Movement muss ich komplett neu schreiben. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Okay, ich habe den Code jetzt so umgeschrieben, dass wenn der Spieler sich ein bisschen entfernt hat von seiner Ursprungsposition, dass das Brain nochmal neu nachdenkt und eventuell ein neues Ziel aussucht oder eine andere Aktion macht. Ich habe es ein bisschen zufällig gemacht, damit es etwas intelligenter wirkt. Jetzt schießt er so ein bisschen auf mich, okay. Ziemlich cool. Gut, dann sind wir hier. Der läuft jetzt zu mir, merkt, ah, er ist jetzt nach da gelaufen und hat sich umentschieden. Ich laufe jetzt einfach mal hier hinter die Wand. Und er passt sich an und möchte jetzt doch hier rüberlaufen. Also er hat on the fly sich jetzt einen neuen Pfad gewählt, um zu mir zu kommen. Er kommt mir auch ein bisschen zu nah, merke ich gerade. Ich springe einfach mal hier rüber, dann hat er keine Chance, zu mir zu kommen. Und er läuft jetzt wieder zurück, weil er weiß, dass er den Sprung hier nicht schafft und nimmt dann halt diesen Weg. Das bedeutet, jetzt ist er schon sehr viel smarter und wird Felix richtig hunten können. Ja, als nächstes sollte ich mich wirklich mal um Titus kümmern. Gut, dann gucken wir einmal nach, warum Titus so dumm ist. Irgendwann später. So, es ist nur eine Stunde vergangen und ich habe Titus gefixt. Der Fix ging natürlich ziemlich schnell, aber ich dachte, Titus wäre ein bisschen langweilig. So lief er ja immer nur zu dem Spieler hin. Jetzt hat er noch eine Attacke dazu bekommen, dass er zu Felix hinspringen kann, um ein bisschen bedrohlicher zu werden. Also sehen wir jetzt, hier ist ein kleiner Indikator, der zeigt, Titus kommt angestürmt. Da war er jetzt ein bisschen schneller, jetzt will er wieder springen und da wollte er wieder auf Felix raufspringen. Man muss halt wirklich weglaufen, weil wenn man nicht wegläuft, dann erwischt er einen und macht einem Schaden. Zum Glück macht Titus nicht, aua, so viel Schaden, aber stell dir vor, davon sind dann 5 Leute, die auf dich raufspringen, dann wird es schon kritisch. Also denke ich, Titus ist damit fertig. Was ihr eventuell schon gehört habt, ist, dass ich den Bossen verschiedene Soundeffekte gegeben habe, die einfach abspielen, weil ich dachte, es ist bestimmt lustig, wenn Felix dann die Soundeffekte hört, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Wenn es um diesen Bosskampf ging, dann lief ja auch immer diese Bosskampfmusik. Dum, dum, yeah. Jetzt kommt diese Bosskampfmusik, die ist zwar sehr episch, aber Musik raussuchen, die einerseits auf Roblox funktioniert und andererseits nicht auf YouTube geclampt wird, ist ziemlich schwierig. Und deswegen habe ich sehr viel Musik ausprobiert, wie die sich anhört, habe dann
einfach mal auf YouTube hochgeladen, um zu gucken, ob es geclaimt wird. Wurde alles geclaimt, weil Roblox hat natürlich Musiklizenzen gekauft, die ihr nicht habt. Deswegen kann man die auch nicht für seine eigenen YouTube-Videos verwenden. Und ich musste dementsprechend die Bossmusik wieder entfernen. Was wir noch brauchen, ist ein Belohnungssystem. Wenn ein Boss besiegt wurde, gibt es ja einen Drop. Und dieser Drop hier bringt ihm nichts. Aber wir haben uns gedacht, dass Felix, wenn er es schafft, einen Boss zu besiegen, eine neue Waffe bekommt, mit der er dann besser gegen andere Bosse kämpfen kann. Und da hat er mir auch schon ein paar Waffen geschickt, die werde ich jetzt nächstes implementieren. Aber es ist 22.19 Uhr, das heißt, ich gehe jetzt erstmal pennen und werde dann morgen weitermachen. Eine fröstige Einöde Spätte. Okay, 14 Stunden später, ich habe noch 2 Stunden, bevor ich abgeben muss. Und ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe letzte Nacht noch ein bisschen weitergearbeitet. Da hinten die Titanic Boss Cat, die hat jetzt ein besseres Movement bekommen, die ist jetzt ein bisschen smarter. Auch die kleinen Titusser, die laufen jetzt ein bisschen smarter. Ich habe die Attacken von der Katze etwas verbessert. Ich kann euch einmal zeigen, wie der Bosskampf aktuell aussieht. Natürlich mit diesem Schwert gar nicht machbar, aber Felix will ja mit Schusswaffen kämpfen. So, da hinten ist dann die Titanic Boss Cat, die läuft auch... Oh, Hilfe, 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 Hilfe. So, dann werden wir die Emma hier kurz fertig machen. Aua, 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 aua. Und dann... Aua, aua, nein! Okay, ich bin schon tot. Der hat noch nicht mal die coolen Moves gemacht. Okay, jetzt aber. Okay, es springt. Bam, bam. Aua! Guck mal, sie hat jetzt auch so eine Jump-Attacke, dass sie einen anspringt. Das ist sehr nervig, wenn man vor ihr weglaufen will. Das heißt, Alter. Felix sollte auf jeden Fall nicht zu nah rangehen. Das weiß er aber, glaube ich, auch. Im Nahkampf ist die Titanic-Boss-Cat dann... Und ich habe gemacht, dass die Dinger jetzt... reflektieren. Wenn die gegen eine Oberfläche schießen, dann fliegen die danach in irgendeine andere Richtung wieder weg, wie ihr da seht. Und das sorgt dann nochmal für ein bisschen mehr Action, vor allem in der Pet Simulator X Map, wo es überall Wände außenrum gibt. Das heißt, wenn das Ding einmal irgendwelche Projektile schießt, aua, dann schießt es die Projektile, hör auf, ah, dann kommen die Projektile auf jeden Fall auch wieder zurück und Felix muss besonders Acht geben. Insgesamt können 20 Titus spawnen, das ist glaube ich auch mehr als genug. Alter, und ich denke, so ist für genug Stress gesorgt. Ach ja, jetzt, wenn dieser Effekt kommt, dann heilt sich die Katze hoch. Die ist jetzt wieder auf Full Life. Ah, das wird Felix richtig nerven. Und jetzt haltet eure Schnauzen hier. Okay, also ich kann den Bosskampf nicht machen. Aber was ich auf jeden Fall noch machen muss, ist die Belohnungen hinzufügen. Denn Felix hat mir ja ein paar Waffen geschickt, die er gerne nutzen möchte. Und ich soll die jetzt ins Spiel hinzufügen. Ich bin gespannt, was er mir für Waffen geschickt hat. Ich ziehe sie einfach mal rein. Weapons, okay. Hat er einfach nur ein Model genommen. Handgun, Minigun und AK-Spawner. Okay, das sind seine Waffen. Oh, ich hoffe, dass die Waffen funktionieren. Ich hoffe es einfach nur. Gut, wir gucken einfach mal nach, was er mir da für Waffen gegeben hat. So, ich hebe die erstmal alle auf. Wir haben hier eine Handgun, mit der ist man in der Ego-Perspektive, okay. Ja, ich habe einen Hitmarker bekommen, aber es hat... Doch, doch, jetzt. Auf die Distanz macht es Schaden. Okay, das ist schon mal gut. Dann haben wir noch... die AK-47. Ja, mit der kann man auch Schaden machen. Es funktioniert auf jeden Fall. Auf der kleinen Seite. Hallo, please, 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 please. Aua! Okay, ich wollte eigentlich testen, ob man mit der Waffe auch Leute töten kann. Aber okay, wir müssen die Waffen auf jeden Fall ein bisschen anpassen. So, ich habe jetzt erstmal die grundlegenden Bugs in den Waffen gefixt. Und für die müssen wir jetzt noch einen Spawner basteln. Das mache ich jetzt einmal hier ganz quick and dirty. So, ich habe damit jetzt schon mal einen Waffengeber gebastelt. Ich gehe ihn jetzt einmal testen. Ich hoffe, der funktioniert auch. So, jetzt haben wir hier eine Waffe, die darüber so lustig rumspinnt. Die können wir jetzt aufheben. Das hat schon mal funktioniert. Waffe ist da, wir sind auch nicht mehr in der Ego-Perspektive. Die Waffe macht auf jeden Fall Schaden. Sie macht meiner Meinung nach noch nicht genug Schaden, aber okay. Warte, warte, warte. Ja, ja, man kann die Dinger auch wirklich töten. Darauf kommt es ja an, dass man sie töten kann. Nein, hört auf. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, jetzt müssen wir nur ein paar Variationen machen von den verschiedenen Bossen, für die verschiedenen Regionen, dann verschiedene Waffenspawner dazu und dann sollten wir es auch haben. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, ich habe jetzt eingestellt, dass... die Waffen dann auch wirklich spawnen, wenn man den Boss besiegt hat. Es gab ein paar Komplikationen, weil die Waffen schon sehr unterschiedlich funktioniert haben. Und hier hat noch einige Bugs, die ich eben gefixt habe. Ich hoffe, ich finde jetzt keine weiteren Bugs, beziehungsweise ich hoffe, da gibt es jetzt keine weiteren Bugs. Ich schieße mal auf ihn. Bam, 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 bam. Damit ist er tot. Und wenn er tot ist, spawnt das Ding bei ihm. Es schwebt ein bisschen in der Luft. Vielleicht muss man es weiter nach unten schieben. Und dann haben wir hier die Minigun. Die grabben wir uns einfach mal. Und dann können wir auch mit der schießen.
Das hat vorher noch nicht funktioniert. Ich musste die Minigun ein bisschen umbasteln. Und vielleicht möchte ich doch nicht, dass sie so dangelt. Das werde ich auch noch ändern. Und dann geht's um die anderen Variationen. 12 Sekunden später. Okay, das hat länger gedauert, als ich dachte. Ich habe jetzt 3 verschiedene Bosse eingestellt, die jeweils immer ein bisschen schwerer sind. Hab die Waffen eingestellt. Ich muss jetzt noch gucken, ob das alles gebalanced ist. Muss natürlich viel mehr machen, weil Felix viel mehr Gegner haben wird. Und musste dann wieder einige Bugs fixen, die aufkommen, weil ich so viel an den einzelnen Bossen verändert habe. Was ich habe, ist jetzt der Titanic Titus. Als erster Boss, wird aber nicht der erste Gegner sein, weil am Anfang stelle ich mir das so vor, dass da erstmal ein paar Mobs kommen, die Felix angreifen. Der Titanic Titus ist noch relativ easy. Der kann sich, wie gesagt, immer noch heilen, heilt sich gerade wieder hoch auf Full HP, dann gebe ich ihm wieder Schaden und er ist dort. Dann haben wir eine Waffe. So, dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Die Titanic Cat, seht ihr, hat jetzt schon 1000 Leben, was mehr ist. Heilt sich einfach wieder hoch, ehrenlos. Ja, ja. Die Level 2 Titusse, die halten dann auch wieder ein bisschen mehr aus. Die Level 1 Titusse habt ihr gar nicht gesehen. Alter, und jetzt konnte der sich wieder komplett hochhalten. Okay, ich denke, das ist schwer genug. Alter. Bitte, 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 bitte. Das Gute ist, ich darf sterben. Felix darf nicht sterben. So. Alter, und dann haben wir hier die AK-47. Alter, ich bin fast tot, aber ist kein Problem. Doch, ist ein Problem. Warum ist denn hier die Waffe weg? Irgendwas stimmt hier noch nicht. Ach, die Waffe ist jetzt da drunter. Ich habe da wohl einen Fehler. Das Ding geht weiter nach unten, als ich wollte. Na gut, da muss ich dann noch einen Fehler beheben. Und dann geht's an den letzten Boss. Und ich glaube, mit der AK sollte der besiegbar sein. Es muss halt jetzt, wie gesagt, alles gebalanced werden. Dass es einerseits herausfordernd ist für Felix, andererseits aber auch machbar ist. Ja, der Boss ist mit der AK machbar. Ich würde sogar sagen, wenn man die AK hat, sollte der Boss stärker werden. Er kann sich natürlich erzielen, wenn er smart ist. Ich habe auch überlegt, ob ich den Bots eine smartere KI gebe, die denen dann bestimmte Attacken wahrscheinlicher machen lässt. Aber dafür ist einfach nicht die Zeit da. Die Level 3 Titus, seht ihr auch, sind schon viel stärker. Er heilt sich einfach. Okay. Sterb doch endlich! Und er spawnt auch mehr von den Level 3 Titussen. Aua! Ja, da konnte ich nicht viel machen. Ah! Man kann diese Attacke halt einfach nicht ausweichen. Aber das soll Felix auch nerven. Alter, ich bin gestorben. Und... ja, gut. Da habe ich die nächste Waffe. Okay, sehr gut. Ich denke, das funktioniert schon mal ganz gut. Vor allem, wenn die Map ein bisschen enger ist, könnte das schon die gewisse Herausforderung mit sich bringen. So, ich hoffe, ich habe jetzt diese Splash-Attacke gefixt, dass man der auch ausweichen kann. Okay, man könnte vielleicht einen Indikator machen, dass die Attacke gleich kommt. Aber es wäre mir jetzt zu viel Aufwand. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe als letzte Waffe jetzt meinen Zauberstab hinzugefügt, der immer noch nicht fertig ist. Und ich hoffe, dass der was taugt. Extrem viel testen, fixen und anpassen später. Okay, als letzten Bosskampf habe ich jetzt eine noch größere und stärkere Bosskampf hätte erschaffen. Es gibt keine Belohnung und als Minion wird dann nicht mehr Titus gespawnt, sondern ein kleiner Titanic Titus, der fast alle Moves kann, der Titanic Titus auch kann. Da ich jetzt nicht durch all diese Bosskämpfe wieder neu durch möchte, schiebe ich die einfach mal woanders hin. Nimm den ein bisschen näher ran und dann würde ich sagen, auf geht's und wir gucken, ob der letzte Bosskampf machbar ist. Ich habe mir die Waffen schon gegeben, die man dann so hat. Und sie kommt schon. Okay, man kann drauf schießen. 10.000 Schaden und so weiter. Wir kennen das. Du sollst mir nicht zu nah kommen, Bro. Komm mir nicht zu nah. Komm mir nicht zu nah. Ich habe keine Kontrolle. Alter, Alter. Der Zauberstab ist nicht mächtig genug. Okay, die ist zu groß. So, ich habe den Zauberstab jetzt mächtiger gemacht. Ich hoffe, wir können jetzt die Titanic Cat auch hochheben. Sie springt, sie wird aggressiv. Ich schieße auf sie, solange ich kann. Nicht auf mich schießen. Danke. Weil die Schüsse machen One-Hit. So, jetzt der Zauberstab. Zauberstab. Ich habe die Macht, sie schweben zu lassen. Es ist schwer, aber es geht. Es geht. Okay. Wenn ich R drücke, geht's aber nicht. Okay. Ich kann sie jetzt zurückhalten damit. Und sie hat mich getötet. Alles klar. Aber der Bosskampf ist machbar. Nur ein bisschen schwierig. Und nochmal eine Weile testen und fixen später. Alles klar, ich habe es nicht geschafft, rechtzeitig die Bosse fertig zu bekommen. Ich habe gerade mit Felix gesprochen. Wir machen das einen Tag später, weil ich war erstens nicht in Time. Ich muss ja jetzt noch sehr viel balancen, damit es halt machbar ist. Ich habe jetzt die ganzen Mobs hinzugefügt, dass Felix halt zwischendurch noch gegen Mobs kämpfen kann und so weiter. Das ist alles da, aber ich muss es halt wirklich balancen, weil die Bosse sind einfach zu stark. Die sind zu schnell. Das muss alles noch angepasst werden. Und wenn ich das dann fertig habe, dann muss Felix das ja noch in sein Spiel reinplatzieren. Und da ist nicht genug Zeit, weil Felix in einer halben Stunde Livestream wird und ich in einer halben Stunde arbeiten muss. Das heißt, wir machen morgen weiter. So, eine Nacht ist vergangen
Und ich habe natürlich wieder in der Nacht weitergearbeitet, habe viele Fortschritte gemacht. Und jetzt gucken wir uns einfach mal einen Test an von dem, was ich so vorbereitet habe. Ich habe jetzt 5 verschiedene Level erstellt mit dann jeweils 5 verschiedenen Bossen. Da hinten seht ihr sie schon. Und für jedes Level gibt es dann nochmal 2, 3, vielleicht auch 4 verschiedene Mobs, die dann, bevor man gegen die Bosse kämpft, kämpfen kann. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was ich hier gebastelt habe. Felix wird als erstes auf die Standard-Mobs stoßen. Das sind einfach nur Hunde und Katzen, die machen gar nichts. Und wenn Felix sie abschießt, wird er schon sehen, was davon hat, weil dann kommen Hugos und die werden sich natürlich bei ihm rächen, weil die Hugos, die greifen einen dann schon an. Und gegen die muss ich mich natürlich jetzt auch wehren. Und die Katzen können dementsprechend auch noch sterben kommen. Oh! Oh Gott! Und da kommt schon der Titanic Titus. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der direkt kommt. Und da kommt der erste Bosskampf dann ins Spiel. Der ist ja noch relativ einfach. Ich hätte den vielleicht auch mit der richtigen Waffe dafür machen sollen. Ich starte den Test nochmal von vorne. So, denn man startet ja mit dieser ganz normalen Pistole. Und dann kommt irgendwann der Titanic Titus. Gegen muss ich jetzt auch mal mit der Pistole kämpfen. Oi! Titus, lass das mal! Bam, 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 bam. Den kann man auf jeden Fall besiegen, weil die sind jetzt sehr, sehr viel langsamer eingestellt worden, als sie halt gestern noch waren. Und das war ja die große Schwierigkeit, dass sie einen wirklich downgechased haben. Wenn man zu nah dran war, dann war man tot. So sind die immer noch ein Problem. Ihr seht, ich habe gerade Probleme damit, gegen die zu kämpfen. So, jetzt bitte noch. Alter, jetzt komm schon. Ich glaube, ich muss nochmal in die Waffenscripts reingehen, dass die zuverlässiger treffen, weil das ist echt nervig, wenn man auf Sachen schießt und es nicht connected. Aber ich wollte halt echt nicht in die Waffen gucken. Die Sache ist halt aber, da ich so lange gebraucht habe, damit... Ich schieße erstmal den Boss ab. Da ich so lange damit gebraucht habe, das Ding hier fertig zu machen, konnte Felix den Livestream nicht dann machen, weil er ihn machen wollte, und zwar gestern. Und jetzt ist Wochenende. Das bedeutet, jetzt kann er sowieso nicht diesen Livestream machen. Das heißt, das nächste Mal wäre erst wieder Montag möglich. Also habe ich so viel Zeit, wie ich möchte. Komm, den Dog lasse ich in Ruhe und die Katze auch. Und damit hat sich dann das Zeitproblem auch gelöst. Nicht wahr, Kitty? Nicht wahr, Kitty? Kitty, Kitty? Na? Ich habe denen auch gesagt, dass sie einfach random irgendwo lang wandern. Sie verfolgen einen schon, aber nur die Hälfte der Zeit. Die andere Hälfte laufen die einfach irgendwo hin. Jetzt springt sie auf mich rauf. Hallo? Aber es macht mir ja nichts, wenn die auf mich raufspringt. Genau. Also wenn Felix die abschießt, dann weiß ich auch nicht. Ich werde ihn in ein moralisches Dilemma jagen. So, dann kommen wir schon zu den Level 2 Mobs. Die sind halt auch Mobs. Da sind auch ein paar Katzen und Hunde wieder dabei. Aber halt auch ein paar etwas stärkere Titusse. Titusse Level 2 nun mal. Die werde ich jetzt erschießen. So. So, und dann noch der Titus. Wenn er dann besiegt ist, haben wir hier noch Dog Level 1, aber hier Katze Level 2 und Hund Level 2 greifen denn dann doch schon an. Aber ich habe das so gemacht, weil ich weiß, dass Felix die Hunde und Katzen Level 1 abschießen wird. Beziehungsweise Cat Dog haben wir hier, ja. So, okay, Titanic Cat schießt schon auf mich. Es ist auf jeden Fall jetzt sehr viel besser machbar, gegen die zu kämpfen. Anstrengend wird es natürlich, wenn der dann anfängt, die ganze Zeit Mobs zu spawnen. Aber es ist ja random, welche Attacke kommt. Ich wollte den erst so eine halbwegs künstliche Intelligenz geben, die den sagt, wann welcher Move eher kommen sollte und mit welcher Wahrscheinlichkeit. Aber da ich so viel Zeitdruck hatte, habe ich das nicht gemacht. Jetzt habe ich theoretisch keinen Zeitdruck mehr. Aber ich werde das trotzdem heute fertig machen, weil ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Zum Beispiel mein Roblox Studio Tutorial für die nächste Woche ist immer noch nicht vorbereitet. Der Zauberstab, den ich hier in das Spiel eingebaut habe, der ist doch bei weitem nicht fertig. Und ich wollte eigentlich ein Tutorial zu diesem Zauberstab nächste Woche machen. Warte, ich muss den jetzt unbedingt finishen, bevor der sich heilt. So. Jetzt haben wir theoretisch die AK-47, also kann ich die auch nutzen. Mit der ist es dann sehr viel einfacher, gegen die zu kämpfen. So, mit der AK-47 kann ich jetzt zum nächsten Level rennen. Hier Hunde und Katzen Level 1, kein Problem. Das sind aber, glaube ich, Hunde... Ne, auch Level 1, okay. Die lasse ich in Ruhe. So, und jetzt geht's los. Titus Level 3. Huge Cat Level 1. Einfach alles abballern. Alles abballern. Und dann ballern wir auch die Evil Titanic Cat ab. Und die ist jetzt wirklich gar kein Problem mehr. Aber es ist ja auch erst Level 3. Und es wäre ja irgendwo blöd, wenn Felix so früh schon so viel Stress hätte. Ach toll, jetzt heilt sie sich hoch. So. Das Heilen ist nervig. Aber die Gegner sind auf jeden Fall machbar. So, bitte lasst mich jetzt einmal schießen. Danke. Perfekt. Okay, und jetzt baller ich dich ab. Jetzt bist du brei, mein Freund. Oh, er heilt sich hoch. Was natürlich noch schwieriger wird für Felix, vor allem dieser Move, wird viel gefährlicher für ihn, da ich ja gemacht habe, dass die Geschosse an den Wänden abprallen und zurückkommen. Und in Pet Simulator X ist er umgeben von Wänden. Und vor allem von Drops, an denen die in alle Richtungen abprallen können. Bitte heil dich nicht immer. Hör auf damit! Das Gute ist, die späteren Bosse haben noch mehr Attacken,
Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich regelmäßig heilen, ist geringer. Da jede Attacke ja die gleiche Wahrscheinlichkeit hat. Jetzt habe ich die Minigun freigeschaltet. Perfekt. Das habe ich euch nämlich auch noch gar nicht gezeigt. Ich habe ein paar neue Attacken hinzugefügt, die es nochmal ein bisschen interessanter machen. So, wir gucken uns jetzt erstmal hier den an. Ich weiß gar nicht, ob der eine dieser neuen Attacken bekommen hat. Mortos, zeig mal, was du für Moves drauf hast. Okay, er hat die ganz normale Sprungattacke. Die kennen wir ja schon. Die sollte ich vielleicht auch fixen, aber ich werde die nicht fixen. Ich knall ihn einfach mal ab. Weil ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wer welche Moves bekommen hat. Aber ich glaube, ab den nächsten Mobs, gegen die wir jetzt kämpfen, da werden jetzt ein paar neue Moves dabei sein. Also einmal hier der große Titus Level 4. Den machen wir auch noch fertig hier. Kein Problem. Mit der Minigun. Evil, So. Ah ja, okay, das ist ein neuer Move. Ihr seht, die Dinger, die fliegen jetzt so in einem Kreis um ihn herum und das ist sehr viel gefährlicher. Vor allem, weil die immer noch abprallen. Das sorgt für richtig viel Chaos, wenn Felix gegen die kämpft. Die Titusse, die haben keine neuen Moves, soweit ich weiß. Soweit ich weiß, ich hab's gemacht. Aber ich hab's gestern Nacht gemacht. Jetzt habe ich alles wieder vergessen, komm. So, jetzt ballern wir einfach mal die Titanic Boss Cat ab, während die sich natürlich wieder voll heilt hier. So, Sprung ist ganz in Ordnung. Aua! Hat die auf mich geschossen und ich hab's nicht gesehen? Oh, wahrscheinlich macht die diese... Oh, ich hab's wirklich nicht gesehen. Ja, wenn die springt, muss ich ein bisschen Abstand halten. Ich bin nämlich jetzt schon fast tot. So. Nein, der Hund ist gestorben! Und sie heilt sich wieder hoch. Das ist so nervig an der. Aber es ist auch der zweitstärkste Boss. Dementsprechend, ihr seht, es prallt wieder ab und er macht es nochmal. Und nochmal, jetzt reicht's aber auch langsam. Wobei, besser als sich zu heilen. Weil wenn der sich die ganze Zeit heilt, ist es einfach super nervig. Selbst mit der Minigun, die eigentlich relativ schnell Leute besiegt, ist es anstrengend. So. Ja, ja, schieß auf... Alter, ich bin gestorben. Diese Sprungattacke, die ist manchmal ein bisschen zu insane. Aber ist in Ordnung. Jetzt werden wir ein bisschen showman, weil ich kann auf jede Distanz mit der Minigun treffen. Also werde ich den jetzt erstmal runterhauen, ohne dass er sich wehren kann. Du kannst dich nicht wehren, du kannst dich nicht wehren. Er macht diesen Move, aber der macht auf diese Distanz nichts. Wenn er den Move macht, dann muss man halt Abstand gewinnen. Und ich war nett zu Felix und habe extra so einen Indikator gemacht, dass der so flackert, bevor er diesen Move macht. Weil sonst wäre es ein bisschen zu insane. Wenn er den Move einfach so auspackt, während Felix in der Nähe ist, der soll wenigstens die Möglichkeit haben, zumindest zu versuchen wegzulaufen. Weglaufen ist ja jetzt nicht so viel. Ja, vielleicht kann er das Hoverboard benutzen. Vielleicht verbietet er sich selbst aber auch das Hoverboard zu nutzen. Keine Ahnung. Das ist alles nicht mein Kaffee. So, Titusse, ihr solltet jetzt langsam bitte mal sterben. So, und jetzt kann ich mich um dich kümmern. Also wenn die Katze springt, muss man selber springen. Aber ich hab sie jetzt und ja, gut. Und damit haben wir den Zauberstab. Und der Zauberstab, den habe ich ein bisschen gefixt, aber der ist halt immer noch komplett verbuggt, weil ich ihn immer noch nicht fertiggestellt habe. Wir gehen einfach mal da hinten zur Katze oder zum Hund. Wir gehen zum Hund und zeigen, was der Zauberstab eigentlich kann. Wenn ich es schaffe, seht ihr nächste Woche Freitag im Tutorial, wie man den Zauberstab macht. Wenn nicht, dann halt übernächste Woche oder so. Ich kann damit Sachen schweben lassen, wie ich möchte. Ich kann auch mehrere Sachen um mich herum schweben lassen, so, und dann einfach wegschießen, da hinten hin zum Beispiel. Ich mache das einfach, ich schieße die nach da. Tschüss! Und das ist ganz praktisch, um mit den Mobs klarzukommen. Guck mal, wie die jetzt zurücklaufen, weil die KI so dumm ist. Ah, ja, hier seht ihr einen Move, den diese Dinger hier haben. So, ich lasse euch jetzt einfach wegfliegen. Oh, die Evil Huge Cat, die hat sich gewehrt. Okay, perfekt. Der Zauberstab macht halt keinen Schaden an den Dingern, aber man kann halt wirklich die Mobs von sich fernhalten. Bitte, bitte. Wenn ich sage fernhalten, dann bleibt doch auch fern. Okay. Was man auch machen kann, ist Sachen, die man schweben lässt, kann man einfach R drücken, dann bleiben die an der Stelle schweben für paar Sekunden. Eigentlich nicht mal für ein paar Sekunden, sogar schon für eine ganze Weile. So, jetzt bleib doch einfach weg. Okay, ich muss mit der Minigun eingreifen. Obwohl, ich kann doch diesen machen, dann auf die Minigun wechseln, oder? Ja, dann bleiben die immer eine kurze Zeit schweben. Nein, lass mich. Perfekt. Der Move sieht jetzt nochmal ein bisschen intenser aus, weil das ist halt der Final Boss, gegen den Felix kämpfen wird. Und dementsprechend schießt er auch rote Projektile.
und flackert auch vorher rot. Und wenn du einmal von so einem Projektil getroffen bist, stirbst du auch instant. Also, oh ja, der übrigens schießt auch rote Projektile. Aber die töten einen, glaube ich, nicht instant. Also, das wäre mir zumindest neu. Nein, lass mich in Ruhe. Aber es ist auf jeden Fall jetzt machbar. Man kann jeden Boss besiegen, wenn man es schafft. Oh Gott, ich bin wieder nicht gesprungen. Schnell genug wegzulaufen. Und jetzt macht er diesen Move. Der Move, den hat halt irgendein Mob dann irgendwann gehabt. Wenn man zu nah dran ist, nervig, aber er bereitet sich natürlich vor und man sieht ja, wo er sich lang bewegt. Also eigentlich auch kein Problem. Ich könnte noch weitere Moves hinzufügen, aber ich will das Ding heute fertig bekommen. Ich habe theoretisch jetzt wieder das ganze Wochenende, aber ich will das trotzdem heute fertig bekommen, weil sonst kriege ich es überhaupt nicht hin. Ja. Komm. Perfekt. Jetzt nochmal. Sonst kriege ich es nicht in mein Tutorial für nächste Woche fertig zu bekommen. Und wenn Felix dann den Final Boss besiegt hat, bekommt er von mir ein Haufen Scheiße. Und das wär's dann auch. So sehen die Bosse aus. Und in der Pet Simulator X-Map wird's nochmal ein bisschen schwerer. Ich werde mich jetzt noch dran setzen, die Waffen zu fixen. Und dann bin ich gespannt, wie Felix sich schlagen wird. Wenn ihr sehen wollt, wie Felix sich schlagen wird, dann klickt das Video, das jetzt hier hoffentlich eingeblendet ist, an. Im Zweifelsfall wird's ja später eingeblendet, weil sein Video später kommt. Das war's. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!